Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde Dota 2, dieses Mal mit Terrorblade als Hardcarry. Und da es Single Draft war, hatten die Gegner natürlich, logischerweise, ne, die Option Luna und Gyrocopter. Ganz klare Sache. Selbst der Windranger ist frech gegen mich, obwohl ich viel Armor habe, aber der Shackle trifft halt gerne mal zwei. Also einen selber an Conjure-Image-Ding. Ist egal. Ich will nicht zu viel sehr weinen. Wir gucken einfach mal, wie das Spiel läuft. Ich finde einfach das Gegner-Line-Up für ein SD mal wieder verdächtig stark im Vergleich zu unserem. Möchte ich nur schon mal erwähnen. Wir wehren uns einfach gegen diese Unfairness mit unfassbaren Plays. Freue ich mich jetzt schon drauf. Was gibt's sonst zu sagen? Ich wollte euch nochmal auf den Discord hinweisen. Der Discord-Channel erfreut sich durchaus Beliebtheit. Und wenn ihr Lust habt, mit ein paar Leuten Dota zu spielen, da wird öfters mal auch Dota gezockt oder auch andere Spiele zu spielen. Oder einfach gucken wollt, was ich und andere so semi-lustiges in den Schreibkanälen dieses Discord-Kanals so erzählen und niederschreiben. Dann kommt doch vorbei, ich packe euch die Einladung in die Kommentare und dann könnt ihr euch das gerne angucken. Ja. Ich meine, ich will ja ehrlich sein, viel passiert jetzt auch nicht in dem Kanal. Aber wie gesagt, ne, das eine oder andere und man kann da auch immer ganz gut miteinander quatschen, falls ihr Fragen habt oder einfach nur dazugehören wollt, weil ihr sonst keine Freunde habt. Oh, was mache ich denn hier? Das war ganz schön dumm. Ich bin immer noch irritiert, dass hier keine Bounty ist. Das zerstört mein Movement immer wieder aufs Neue. Es ist einfach furchtbar. Ich bin auf jeden Fall hier zu spät. Ich denke mal, man skillt Meta am Anfang, oder? Oh, und die Gegner haben schon First Blood. Ich meine, die haben auch ein gefährliches Line-Up, insofern. Was will ich haben? Vielleicht will ich Magic Wand in dem Spiel. Muss ich mal gucken. Raceband, Magic Wand, Power Threats, irgendwie so. Ich nehme mal Meter auf 1. Guter Punkt. Ach, übrigens, morgen geht der Stream los. Vielleicht nochmal diese Erwähnung, bevor wir gleich richtig durchstarten. Morgen streame ich Gothic 3, ihr habt entschieden. Ich freue mich sehr darauf, weil wir ja schon Gothic 1 und 2 gespielt haben und die Gothic-Reihe aus dem Piranha-Haus einfach absolut Premium ist, wenn ihr mich fragt. Also, seid gerne dabei. Ah, das war zu früh. Ich dachte, ich erreiche ihn da, aber er hatte eben... Oh! Sag nicht, ich krieg ihn wahrscheinlich, aber... So, ich will die hier halten. Also, ist ja auch egal bei dem einen. Na, jedenfalls... Schaut auch gerne mal vorbei, wenn ihr normalerweise nur Dota guckt. Ich stream zwar nie Dota, aber mittlerweile hat sich schon, finde ich, eine ganz coole Community entwickelt. Und auch wenn man nicht immer dabei ist, macht es, glaube ich, Spaß. Wie gesagt, Montag 18 Uhr geht es dann mit Gothic los. Falls ihr auf einen Einstieg von einem neuen Spiel gewartet habt. Ich meine, ich gebe zu, die Meta war extrem kacke, aber gegen eine Windranger mache ich sowieso nicht viel damit, ne, weil sie Windwan hat. Also, ne. Oh nein! Ach. Gegen eine Windranger mache ich da sowieso nicht viel. Ich bin froh darum, dass ich eine Lina besitze auf meiner Lane, die einen guten Job hinlegt, weil Windranger ist ja SD und alles mehr oder weniger Zufall hier. Frech ist gegen mich auf einer Lane am Anfang. Und auch noch später wegen Windwan. Für den Slow habe ich das jetzt geskillt. Boah, wie gut ist denn die Lina? Die ist ja irre gut, ey. Oh nein, jetzt hat sie sich vielleicht umge... Oh Gott. Damn. But well played before, I guess. Oh, sie hat voll die Plays gemacht und dann diese Aktion. Super bitter gewesen. Ich meine, ich skill's jetzt gerade einfach nur auf 2. Ich weiß, es ist nicht gut gegen sie als Ding, aber weil sie es anbietet. Oh nein, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Mir fällt gerade auf, dass man mit Terrorblade früh die Illusionsdinger skillen muss. Das ist echt wichtig. Ah, das war ein ziemlich blöder Fehler tatsächlich, das auf 2 zu skillen. Es kann auf der Lane noch okay sein, aber eigentlich hätte ich Conjure Image hochskillen müssen jetzt. Weil man sollte das schon relativ früh anfangen zu verwenden. Egal, machen wir es halt so. Hat sich so in der Situation angeboten, aber ich habe nicht daran gedacht, dass mein Skillbild mit Terrorblade sehr abhängig davon ist, dass ich das früh mache. Immerhin kann ich sie harassen. Das kostet mich auch nicht viel Mana. Ich lasse sie jetzt auch auf 2. Und es wird der Lina wohl auch helfen. Der Pull, wenn der trifft, ist der richtig gut. Ja, den trifft sie und das ist super nice. Auch wenn nur 2 mitkommen, das ist super. Das ist richtig nice, Leute. Ich bin sehr glücklich darum, ich will nicht lügen. Ich bin glücklich darum, dass ich nicht gegen eine Dual Lane spielen muss, wie es normalerweise so ist. Allerdings haben die Gegner auch schon 3-1 und eben eine Gyro, Rasta, irgendwas Lane. Nyx ist hier Mitte. Gyro, Rasta. Wo ist denn? Ist die Luna Jungle? Keine Ahnung.
Der Pull macht sich jetzt so bezahlt. Lina kommt, die Windranger kommt jetzt nämlich nicht mehr hier ran. Und ich werde die Creeps einfach halten. Dann hat die Lina gut Platz. Geh mal nah ran an sie. Da komme ich nicht mehr ran. Gut gelaufen, ich brauche Boots. Vielleicht hätte ich sie verfolgen sollen, vielleicht nicht. Schwer zu sagen. Windrun hebelt mich schon hart aus. Oh, beim Prophet ist sie jetzt gelandet. Ist immer, die lebt immer noch. Er hat gerade richtig hin und her verwandelt, weil die Illusionen verlieren natürlich ihre Metamorphose, wenn sie sich vom Helden entfernen. Deshalb hat er sie kurz nochmal bekommen und dann, also die Illusion, und dann wieder verloren. Das Spiegelbild. Wenn meine eigene auslief. Wie habe ich den nicht bekommen? Da ist doch wieder irgendein Hackermann am Berg da bei den Gegnern. Ah, die haben sich auch wieder hier gegen mich verschworen. Schöner Stun. Oh, ich wollte Training benutzen, hab mich verklickt. Sprout hat mich echt irritiert da. Alter, mein Passing. Ich hab noch nie in meinem Leben so oft verklickt mit was. Ey. Irgendwie geht's schief. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum mein Quelling nicht durchging. Ich glaube, ich habe einen falschen Hotkey geklickt und dann bin ich irgendwie beim Spot unten lang. Das Sprout hat mich total abgefuckt, ehrlich gesagt. So richtig. Weil ich eigentlich wollte mit meiner Illusion sie zu bodyblocken und ich war schon so darauf versteift auf diesen Gedanken, dass ich dann denkbar schlecht reagiert habe. Wie gesagt, Windranger ist ein super schwerer Kill für uns. Einfach aufgrund ihres Helden gegen unsere Helden, aber trotzdem. Trotzdem. Furchtbar. Ich sollte auch mehr Last Hits haben. Ich meine, meine Last Hits ist in Ordnung, aber sie sollte höher sein. Auf der Lane, auf jeden Fall. Ey. Ah, was ist los? Was ist dieses Spiel, Mann? Und ich, ach, jetzt verstehe ich, warum ich nicht... Yo, Prophet, could you do me a huge favor and stop farming the jungle on the right to me? Because I can't farm. Miss my images. Das ist halt voll die gemeine Nummer von ihm. Nice, bin ausgewichen. Na, ich habe schon mich die ganze Zeit gewundert, warum sind denn die Camps so oft leer? Da rechts. Ah, jetzt weiß ich's. Ich warte mal noch auf Power Threads. Ich brauche danach noch eine Clarity. Und sobald ich die beiden Items habe, bin ich eigentlich schon glücklich. Lina macht das zum Glück sehr, sehr gut. Also ich bin gerade nicht sauer mit dem Spiel. Das Spiel läuft ganz gut. Ich bin sauer mit mir selber. Ich hätte hier besser spielen müssen, habe ich das Gefühl. Unten gibt's richtig auf die Fresse von den Gegnern, aber so richtig. So, wie gesagt, ich warte gerade auf meine Power Threads. Dann fange ich an, Images in den Wald zu schicken. Wie viel Mana kostet Zander? 200. Ich glaube, ich skill das auf 7 erst. Und skill Images nochmal hoch gleich. Irgendwann hat sie mich gerade in Ruhe. Lässt sie mich gerade in Ruhe, die Windranger. Ist gerade weg. Ich muss noch auf 6 warten. Ah, hat nicht gereicht. Mist. Ich dachte, das reicht. So, ich... Ja, das ist so. Oh, ich habe vergessen, davor zu skillen. Keiner gesehen. Jetzt auch ein Stack. Stack ist ein bisschen zu stark noch. Oh, Buyback auf dem Ember. Oh, oh. Oh, oh. Ah, da der Stack... Zerstört mich da tatsächlich ein wenig. Dadurch, also ein so ein Image auf 3 reicht für ein kleines Camp. Aber wenn die doppelt sind, ist was anderes. Das heißt, ich werde jetzt hier wahrscheinlich eher pushen damit. Oh, Aggro switchen. Wird ja eh fortified.
werdet Schaden nehmen, aber mit Terrorblade ist nicht so schlimm, unter Tower zu laufen, weil er so wahnsinnig viel Armor schon am Anfang hat. Dadurch kriegt man nur sehr, sehr wenig Schaden. Gehen wir zusammen dahin mit ihnen. Das geht jetzt auch erstmal auf 4. Ich weiß gar nicht genau, was ich als erstes kaufe. Ob ich Manta kaufen sollte? Gegen Gyro und so? Oder vielleicht lieber was anderes? Gehen wir mal Manta. Also Yasha als erstes, ist denke ich klar. Ich mache hier keine keine Intuits, wenn ich Images mache, weil ich will, dass die Agitwits selber haben. Und jetzt sind hier die Stacks weg, die mich echt behindert haben. Oh, ein Baum. Was habe ich da jetzt für ein Hotkey? Hey, der Hotkey wird mir nicht mehr angezeigt. Oh, ich habe ihn vergessen zu belegen scheinbar. Ich dachte, ich hätte ihn belegt. Ist ja doof. Und mein Interesse liegt jetzt vor allen Dingen darin, hier alles zu machen. Also die Camps zu farmen und die Lane zu farmen. Deshalb bin ich gerade sehr aggressiv und push gleich rein. Selbst wenn die Windwender dadurch mehr Farm bekommt, ist es mir das auf jeden Fall wert. Oh, was macht mir ein Kurier da? Er ist irgendwie in meiner Gruppe. Hä? Was denn jetzt? Jetzt sollte es fair gehen. Oh, schön das dann. Ah, die kriegt's. Ah, ich glaube, sie hat's denied. Oh oh. Tja, ich wusste, dass das passiert. Oh. Ja, ich hab sie. Nice. Irgendjemand hat sie getötet. Und jetzt kommt noch der Prophet hier hin. Diesmal recht nicht mit dem Sprout. Der ist verlangsamt. Oh, das war's. Sie kriegen leider immer die Bounties noch gerade so, die Gegner. Aber egal. Und ich habe auch keinen Kill bekommen. Ich werde mich trotzdem sicherlich nicht beschweren, Leute. Ups. Ich werde mich sicherlich trotzdem nicht beschweren. Oh, das habe ich gebraucht. Mit dem Wand plus Sinn. Ich habe nämlich gehofft, dass der Nyx mutig genug ist, aus dem Vendetta nochmal rauszukommen und sich sundern zu lassen. Und zum Glück hat er diesen Fehler gemacht und war da zu gierig. Sein Stun war davor ziemlich nice, den er lange in der Rückhand gehalten hat, bis er mich damit auch erwischt hat. Ich weiß nicht, ob er uns beide erwischt hat, aber mich hat er auf jeden Fall erwischt. Skillen wir Meta jetzt hoch. Ist gemein für Terrorblade, dass es keine Shrines mehr gibt. Ich fand immer, es war einer der Helden, die sehr davon profitiert haben, tatsächlich. Aber jetzt habe ich Yasha. Also Farm ist ordentlich. Ich habe, wie gesagt, keine Kills bekommen, aber ich bin auch noch nicht gestorben. Und ihr kennt mich ja. Ich bin schnell ein wenig verärgert, wenn ich derjenige bin, der die Assists hat. Wo ist denn der hingelaufen? Das wollte ich natürlich nicht. Das Camp ist gefarmt, macht aber nichts. Was? Ich hab's geblockt? Ich dachte, ich hätte es nicht geblockt. Kam mir nicht so vor. Warum holen wir uns das Yasha? Und dann werde ich mal ein bisschen im Wald farmen. Mitte ist ganz schön Action, aber ich möchte hier gerne noch eine Sekunde haben, tatsächlich. Ich will jetzt auch auf die andere Seite. Mit dem Yasha farme ich nicht so langsam. Und die Top-Lane wird dadurch zwar allein gelassen, aber eventuell hilft es meinem Team auch ein wenig. Ich nehme hier die Ausweichchance, glaube ich, und nicht das Bewegungstempo. Ist knapp, die Entscheidung. Ziemlich knapp. Mehr Clavities. Geh ich mal in die Mitte. Die machen. Ach so, nee, ist nicht nach. Wieso machen die das denn nicht, wenn ich Armhof mache? Irritierend. Top kann ich nicht mehr helfen. Mitte ist schon gefallen, der Tower.
Geil. Wir haben Kill gemacht, so okay. Der Ember geht gut ab. Mal so. Die mich auf den Range creep. Das ist jetzt gerade einfach eine Spielphase, wo es darum geht, dass ich ein wenig den Space ausnutze, den meine Leute für mich generieren. Zumindest noch kurz. Und vor allem lasse ich ihnen ja auch die Lanes. Ich könnte runter, aber ich traue mich gegen den Gyro nicht. Das ist eben ein ganz guter Hit gegen den meinen. Und noch bin ich bei weitem nicht stark genug. Brauche halt wirklich Leben, um die Flak Cannon zu überleben. Gib ihm! So geil, weil man nicht gegen Gegner kämpft, wirklich gerade, also ich gerade nicht. Und dann nicht bei den Clevities halt maximales Value haben. Schick schon mal den Kurier los zum Ultimate Orb holen. Ich glaube, ich skill das mal auf 2 als erstes. Ich denke, das ist das Richtige. So, Ultimate Orb haben wir. Wir haben gleich unser Yasha. Oh, Impclaw. Nehme ich, oder? Die Bounty gönnt sich die Lina. Es ist so angenehm, Carry zu spielen, wenn man Space hat. Also so eine Carries, die vom Farm auch abhängig sind und die ein bisschen Flash farmen wollen in dieser Spielphase. So, jetzt wo ich das Manta habe, könnte ich mir auch überlegen, wieder irgendwie mitzumachen. Mehr. Ich meine, so ein wenig habe ich ja auch mitgekämpft, muss man auch sagen. So ein wenig habe ich auch mitgekämpft. Ich glaube, da unten schicke ich nur eine Dings hin. Ich sehe gerade niemanden auf der Map. Habe ich zu viel Respekt vor. Ich stelle mich einfach hin und warte auf das Camp. Verdammt. Da muss ja genau der Gyro stehen. Oh nein, der hat sie mit seinen Trees geblockt. Der hat mein Camp mit seinen Trees geblockt. Das war ja eklig. Für mich. Gute Kills für uns da. Mann, der Gyro nervt mich. Macht mir immer einen Strich durch die Rechnung. Hat doch Maelstrom. Ja, es geht aber noch, was er so hat. Ist noch vertretbar, nenne ich es mal. Und ich fahre mir weiter den Wald leer. So bleibt eben auch oft mehr für die eigenen Leute übrig. Ich könnte mein Manta auch benutzen, um noch schneller zu farmen. Ich lasse es jetzt aber tatsächlich mal noch. Ich glaube, wenn ich eine Gelegenheit sehe, mache ich mit. Ich habe auch Meta. Ich glaube, wenn ich hier eine Gelegenheit sehe, dann beteilige ich mich. Oh, die nehme ich einfach mal. Ich glaube, ich denke mal, die ist besser als Impclaw für mich. Bot wird gekämpft. Let's go. Oh, ich hab Kill. Geil. Alter, ist mein Wald leer. Hier leider ein bisschen darunter, dass mein Team auch den Wald farmt und nicht die Lanes. Die sind eben auch heiß auf die Kohle. Wer kann's ihnen verübeln? Ich warte mal ganz kurz hier. Ich kann nicht mehr nach oben rotieren, weil der Part hier ausgeleert wurde. Geil, ich hab ne Mango von dem bekommen. Voll lieb. Hier sollte ich nicht weitergehen. Obwohl, ich habe mein Team hinter mir. Aber bin ich sicher, ob das hier so schlau ist. Ich meine, ich mache gut Schaden, ne? Ihr seht es. Na, jetzt wo Meta weg ist, lasse ich es, denke ich. Haben wir die drei Camps. Das ist halt geil, wenn ich die bekomme, weil das sind Camps, die unsere Gegner automatisch frequentieren, weil sie in ihrer
bei ihnen in der Nähe sind. Und hier sind schon ein paar Kills super für mich. Oh. Überlegt, ob ich einen Thunder, aber vielleicht wäre ich dann gestorben und ich war auch nicht ganz in Range. Ich habe an die Mango gedacht. Deshalb hätte ich es fast gemacht. Ah, ich wollte es mit Manta dodgen. Ich werde als nächstes Skadi gehen in dem Spiel. Wir können nicht pushen mit dem Kill, also glaube ich zumindest, dass wir nicht pushen können. Ich werde es jetzt nicht machen. So, erstmal das holen. Den Wald farmen, der soll nicht in die Tower Range. Die beiden lasse ich hier stehen. Die sollen gegen Creeps kämpfen. Ich hoffe, der Prophet glaubt mir meinen Farm nicht da. Öh, was ist denn das da für einer? Ih, na dann nicht. Geil, okay. Haben wir beide Outposts? Nee. Der Ember spekuliert, glaube ich, gerade auf den unteren, wenn ich das richtig erkenne. Naja, läuft an ihm vorbei. Ha, aufgedeckt. Aber hilft nichts. Hilft leider nichts. Und der ist eh. Ich finde den Prophet. Er ist oft relativ wach, habe ich das Gefühl. Und Sprout. Und kommt dann auch in die richtige Ecke. Was das Ganze sehr angenehm macht. Aber sein Itembild mit Shadowblade und so finde ich nicht so geil. Wir haben hier Veil auf dem Ember. Und der geht jetzt Radiance, also Magic Damage Bild. Da kann ich mich hinterstellen. Luna ist Dagger gegangen. Sehr interessante Entscheidung. Mal so hier. Ah, das weg. Ich hätte irgendein Mana-Regenerations-Item holen sollen. Ich nehme in dem Spiel tatsächlich die Lebenspunkte und nicht das Angriffstempo. Ich brauche Tankiness in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Und mit Terrorblade fehlen mir immer 200 Leben, bevor ich Thunder rauskriege und dann rege ich mich auf. Würde ich es jetzt nicht skillen, dann würde ich mich das ganze Spiel darüber aufregen, dass es mir dafür gefehlt hat, dass ich das Thunder rausbekomme irgendwann. Das kenne ich schon, deshalb lasse ich es lieber. Ich spiele super selten Terrorblade, aber daran erinnere ich mich noch. Hier sollte ich eigentlich hinkommen. I should have TP'd, sorry guys. Ich hätte dann gehen sollen. Ich werde jetzt Pit pushen unten. Ja, sorry, sorry. No tower anymore. Zum Glück ist Terrorblade ein wahnsinnig schneller Pusher. Gibt's doch gleich ein Buyback. Kann gut sein, dass ich hier sterbe, aber immerhin. Ja, ich bin auf jeden Fall tot. Immerhin habe ich den Tower bekommen. Ich habe den Tower bekommen, ich bin nicht so viel wert. Natürlich, mein Farm ist runtergegangen, aber ey. I got Tier 3 at least. Ich habe sie auch vor allen Dingen zurück forciert. Ich habe einen Buyback forciert. Ne? Der hätte nicht ohne mich buybackt, der eine. Hier, der Gyro sogar war das, der Fette. And I got Gyro Buyback. Oh, jetzt habe ich G hier eingegeben. Ein Gyro-Botback. Und ich habe noch einen Tower dazu bekommen. Also Splitpush war da schon das Richtige. Ist halt die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, ganz früh zu TP'en. Was ich meinte mit I should have TP'd, war nicht, dass ich noch TP'en sollte, wo der Tower noch da war. Da habe ich ja ihn noch kurz gesehen, bevor er kaputt gegangen ist, ne, auch. Aber da hatte ich das Gefühl, es war schon eigentlich zu spät. Ich hätte deutlich früher rein TP'en müssen. Und ich hatte dann Angst, dass ich da einfach nur sang- und klanglos verrecke, wenn ich das mache. Dann habe ich mich für die etwas sicherere Option entschieden. Your bottom tower is under attack. Geil, ich war da von meiner eigenen Illu geblockt. Your middle tower is under attack. Ich kann nicht so viel kommentieren, wenn ich so einen Helden spiele, weil ich halt Micro, ne, ist ja klar. Dass ich dann ein wenig konzentrierter bin, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Ist ja auch ein ziemlich ausgeglichenes und spannendes Spiel. Würde auch sagen, dass wir hinten liegen. Insofern, ich finde, es muss immer beides geben. Lustige Spiele, wo man viele Witze macht, und Spiele wie dieses, wo ich einfach nur darauf konzentriert bin, Farm zu generieren.
Weil ich habe auch fast schon Skadi. Ah, das ist blödes Timing. I tried to help you. In der Animation. Ich hatte halt auch Angst, dass ich sterbe. Muss ich schon vorsichtig sein, wie gesagt. Mist, dieses daneben gelaufen. So, ich habe jetzt Skadi. Ja, I try to come. Dammit. Irgendwas habe ich mit meinem Kurier. Ach, mein Kurier liegt auf der 2. Ach so, ah, ich habe da so einen Hotkey-Kram. Ah ja, ja. Okay, das ist eine Einstellung falsch. Deshalb steuere ich den manchmal. Wunder, dass ich den noch nicht geopfert habe. Ich rechne manchmal auch ehrlich gesagt nicht damit, dass dann da gekämpft wird. Ah, er braucht Duels. Okay, das macht Sinn. Dieses Camp hier ist total. Ich zeig euch gleich, welches ich meine. Dieses hier. Da laufe ich immer hier mit der Minimap runter, weil ich das nicht gewohnt bin, auf der Minimap dieses Camp anzusteuern. Weil die Location für mich super seltsam ist. Jetzt schon öfters passiert. Naja. Ey, ich hab Manta. Wow. Ich habe meine allerdings nicht gut gesteuert da, weil ich den anderen wollte. Ich meine, er ist auch gestorben. Insofern, es hat schon gepasst. Ich habe ja den Jago getötet. Der Kampf war jetzt nicht schlecht für uns. Aber mein Manta, ich war total beeindruckt, dass mein Manta nicht durchging. Ich habe nämlich Manta extra. Ich wusste ja, der Terrorblade, der Shadow Demon steht. Der Shadow Shaman steht an mir dran. Aber ich war mir sicher, dass ich Manta durchkriege, wenn ich es shifte. Ich weiß nicht, wie er das schneller geschafft hat, ehrlich gesagt. Es war beeindruckend. Alles gut, wir haben den Jaibo, er ist lange tot, viel länger als ich. er ist auch Level 21, daran liegt es. Also er hat halt ein mega Spiel. Und wir haben Skadi, wir haben Manta, wir sind erst bei 25 Minuten, also ich habe ganz guten Farm. Ich gehe als nächstes Butterfly, weil mein Farm gut ist und weil es die Leute zwingt, entsprechend zu reagieren. Obwohl, das Ding, ich muss einmal noch die Windranger Items davor checken. Wegen Monkey Kingba auf ihr. Sie hat eigentlich, ist eigentlich ein ganz guter Monkey Kingba-Held. Aber es gibt halt so viel Physical bei den Gegnern. Insgesamt so. Deshalb ist es, denke ich, trotzdem sinnvoll. Und da ist ein Shadow Shaman weg. Es ist nur ihr Support. Letztes Mal habe ich ja vergessen, die Pause wegzuschneiden. Ich schneide jetzt mal noch nicht, weil ich noch mal kurz ein bisschen was angucken will. Also Leute, wir sind vom Level nicht Premium, ne? Aber das ist klar, wir sind in den Kämpfen nicht so oft, wir farmen halt viel. Aber unser Gold ist ziemlich hoch. Wir haben ganz gut Kohle, hier sind die Luna-Items. Okay, die Luna hat ja eh nichts. Aber das passt, das ist gut. Und wir müssen auch noch ein bisschen weitermachen. Terrorblade funktioniert halt so, dass er erstmal richtig abfarmen will. Immerhin sind wir mit Skadi definitiv kampffähig. Ich könnte auch MKB gehen, ne? Möchte nur mal erwähnen, ich könnte auch MKB gehen. Dann hätte ich eine tolle Antwort gegen die Windranger, die ich ja auch oft dann haue. Aber im Optimalfall in so einem Kampf will ich ja auch eigentlich gar nicht die Windranger schlagen, sondern jemand anderen. BKB wäre natürlich auch ein gutes Item. Habe ich gerade aber nicht so Lust drauf und ich habe auch das Gefühl, ich habe den Space zuzuschlagen. Butterfly ist nur gefährlich, wenn die Windranger schon MKB voll geht, weil es eh ein sehr starkes Item auf ihr ist. Wenn sie es nicht macht und dann nur für mich macht, wäre es noch okay, wäre noch vertretbar. Ich habe auch viel Armor und kriege dann noch mehr Armor durchs Butterfly. Ich kriege ein bisschen mehr Movement Speed. Ich habe ja hier die Leben genommen. Also mal gucken. Der Doom hat bald BKB. Sie hat ihr Jules und bald Glimmer. Also dauert noch, aber hey. Er steht kurz vorm Radiance und das Spiel geht weiter. Und ich denke, gleich wird wieder pausiert werden, tatsächlich. Wo ist meine andere? Nein, die. Okay, ich schneide euch. Bis gleich. Okay, Leute. Es geht weiter, aber wahrscheinlich nur ganz kurz. Es geht länger weiter. Ich bin positiv überrascht. Ich war nicht bereit, dass ich jetzt noch irgendwas zu sagen habe hier. Weil ich, wie erwähnt, überzeugt war, dass das war. Oh, Spider-Lex. Ah, ich mache sie trotzdem in den Stash. Paladin Sword. Was macht denn Paladin Sword? Schaden und Lebensraub. Ja, könnte ich nehmen, tatsächlich. Sollte vielleicht ich nehmen, aber egal. Ups, ich wollte gar nicht pingen. Silence. The self-righteous shall pay.
Jetzt haben wir Thunder auf 3. Schon mal ganz gut. Und ich versuche mal ein bisschen in Richtung meines Teams zu gehen hier. So lange brauche ich nicht mehr bis zum Eagle Song. Ups. Ey, ich glaube immer auf die Camps, wo andere gerade hinlaufen. Aber die wissen ja, dass ich Terrorblade spiele, also ist ja keine Absicht von mir. Ich nehme halt, das war ja frei, als ich den dahin geschickt habe, den Kerl. Gerade kein Manta, aber in 8 Sekunden. Sollte passen. Allerdings, na, ich meine, Windranger ist tot. Ich schicke die los runter. Ah, ne, der Gyro ist da. Gegen die bringt's. Warum haben die denn Gyro in SD gegen mich? Mist. Gegen den bringt's halt nichts. Pike hätte ich auch übrigens gehen können in dem Spiel. Durchaus. Aber mache ich, denke ich, nicht mehr jetzt. Der Damage! Oh oh. Ja, der Checker war zu krass. Ich dachte irgendwie, wir sind besser dran, aber waren wir nicht. Waren wir nicht ja komplett? Nee, Prophet war nicht da. Ja, ich hätte natürlich gern Thunder und Wand rausbekommen. Ich habe auch Wand gespammt. Aber Windranger ist schon sehr stark gegen mich. Vielleicht eine Linkens als nächstes anstatt Butterfly. Vielleicht eine Linkens, vielleicht ist es schlauer. Sie hat auch MKB gerusht, alles klar. Also Butterfly werde ich nicht gehen. Ja, vielleicht sollte ich Linkens gehen. BKB ist halt so lame. Andererseits ist BKB auch wirklich gut. BKB ist schon sehr gut gegen sie. Ah, schade, dass der Shackle den richtigen getroffen hat. Ich meine, sie sieht ja, wer der richtige ist, aber ich hatte noch das Control Image rausgeholt. Darüber habe ich mich gefreut. Aber ich bin noch nicht stark genug. Mir fehlt auf jeden Fall noch ein Item. Aber ich glaube, Linkens ist es nicht, ehrlich gesagt, Leute. Ich glaube, Linkens ist es nicht. Aber Monkey Kingma werde ich noch holen. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. Ich muss noch irgendwas davor kaufen. BKB. Ist schon sehr, sehr stark gegen die Gegner, BKB. Okay, ich gehe BKB. Gehen wir BKB. Ja, machen wir. Puh, wir gehen BKB. Ich check noch einmal die neutralen Items. Okay. Nehmen wir doch das Paladin Sword anstatt von dem Teil. Kaufen schon mal die Axt. Ich will noch keinen Buyback. Verkaufen das da. Und los geht die wilde Hatz. Los geht die wilde Hatz. Ich werde defensiv bleiben. Von meinem Haupthelden zumindest. Die Bounties sind leider schon weg da unten. Ich hatte gehofft, dass ich sie zumindest hinein kann. Aber es wird wohl nix. Oh, keiner auf einer Lane. Zugeschlagen. Da ist sie. BKB ready, Leute. BKB ready. Jetzt, wo ich es gemacht habe, bin ich sehr zufrieden damit. Manchmal wehre ich mich gegen das Beste, weil ich BKB nicht so mag. Aber wir wussten eigentlich alle, dass es das Item ist, was ich jetzt kaufen muss, um über die Midgame-Phase zu kommen gegen die Gegner. Und es ist jetzt halt die Frage, ob ich jetzt MKB gehe. Ich glaube tatsächlich, dass ich das mache. Ja, ich denke schon. Wie sieht's sonst so aus? Der Prophet Split Push natürlich auch viel. Also Prophet plus Terrorblade ist halt immer so eine Sache. Wir machen das Spiel sehr langsam. Ist die Frage, ob wir Late Game überhaupt stärker sind. Ich hoffe natürlich darauf, klar. Versuche mich manchmal so ein bisschen mit meinem Team zu bewegen. Aber da unten hin. Ah, okay. Nee, ich mach's nicht. Das hier ist besser. Skadi sollte ihn da ganz gut halten, oder? Ja, ist schön geslowt. Alter, ich komme echt nicht ran. Wahnsinn. Ich hätte echt gedacht, wir töten den da, den Jabo. Calldown. Oh, was? Ist das von ihnen gewesen, hä? Wieso macht der das? Verstehe ich gerade gar nicht.
Dr. BKB, Leute. Ich meine, wenn ihr Bock habt, dann macht ihr das, aber ist totaler Quatsch. Alles klar, Leute. Ja, nehme ich, nehme ich. Deshalb BKB, würde ich sagen. Also der Raster da gerade. Ich bin total perplex. Ich sollte mich freuen, ich weiß. Ist der absolute Hammer, keine Frage. Aber ich bin einfach nur komplett perplex. Ich bin einfach nur perplex, obgleich diese Aktion von ihnen, da auf offenem Feld gegen mich zu kämpfen. Wahrscheinlich haben sie meine Items nicht gecheckt. Das gereicht uns jetzt zum Vorteil. Das ist ein bisschen Terrorblade, ne? Du farmst die ganze Zeit und irgendwann bist du stark genug, dann hast du dein Timing. Und da ich das BKB gegangen bin, hatte ich es halt jetzt früher. Weil ich auch gemerkt habe, dass Butterfly nicht mehr stark genug gewesen wäre und zu spät gekommen wäre. Und in diesem Timing, wenn sie dann einen Fehler machen wie ihn gerade, dann ist es verheerend. Wenn sie dich unterschätzen. Weil man eben auch super viel Gebäudeschaden macht. Also geil! Sehr geil, in einem extrem umkämpften Spiel hier so viel zu machen. We should go back, I believe. Soon at least. Oh, ich hab wieder BKB. Ich hab ihn auch schnell gerettet mit Soon at least. Weil ich gemerkt habe, wir können die Lane noch holen. So, ich bin raus. Ich bin sowas von raus, ey. I'm back, guys, I'm back. A bit. Ich will mein Item, bevor wir wieder kämpfen. Ich habe jetzt MKB fertig. Ja, 410 Last Hits. Lässt sich doch sehen. Wir sollten wahrscheinlich den Outpost hier mal einnehmen. Oh, erstmal die Illusion machen. Oh, One Track. Ich vergesse den sowieso. Vorhin habe ich nochmal verwendet. Das reicht mir. Mehr könnt ihr nicht von mir verlangen. Okay, ja, I'm coming. Hat er voll recht, das sollten wir machen. Hat er sowas von recht. Ich werde ein Mirror Image in die Mitte schicken. Und dann werde ich kommen. Who should take it? Should I take it? Oh, Ember. Okay. Hat kein Schießen, den hat er nicht. Vielleicht war Manta ein bisschen viel, aber hey, ihr kennt ja meine Gier. So, wir sind eigentlich bereit. Wir haben Aegis. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich habe Buyback. Ja, noch nicht ganz. Okay. Aber wenn der Kampf nicht total furchtbar läuft, habe ich es wahrscheinlich. Oh, ich sehe es schon alles kommen, Mann. Schon mal erwähnt, dass ich den Gyro hasse. Okay, gehen wir los, würde ich sagen, oder? Wir sind zwar noch nicht 25, ich hätte gerne noch 25 für Angriffsreichweite. Ich glaube, ich würde hier die Angriffsreichweite nehmen. Aber was soll's. Ich bin, sollte stärker sein, ich habe MKB. MKB. Dann pushe ich einfach Monster Creeps holen. Ja, der Emperor holt eh alles. Also wenn der sich da auf ein 1 gegen 1 gegen mich einlässt, dann nehme ich das natürlich dankend an. Ja, alles klar, wir waren auch schon zu stark. Ich habe einfach noch die BKB gebraucht. Ich musste es mir dieses Spiel einfach eingestehen, dass es das Item war. Ich glaube, ich habe nicht den Attack Range Bonus, weil ich Meta schon hatte, bevor ich das Talent geskillt habe. Das so geplant war, egal. Es gibt nichts Befriedigenderes, als verdammt nochmal zuschlagen zu können mit einem Terrorblade. Das ist das Schönste aller Zeiten. Sehr, sehr geiles Spiel gewesen. War nicht so lang, aber ich muss ehrlich sagen, mir kam es vor wie 50 Minuten. und ich denke, Terrorblade ist auch ein... Ich weiß gar nicht, ist ein Unterhaltsamate. Ich hoffe, das Spiel war nicht langweilig für euch, weil ich so viel gefarmt habe. Aber es ist eben auch mal was ganz anderes, weil... GG, guys, well played. Weil ich normalerweise sowas gar nicht spiele, ne?
Und deshalb fand ich es irgendwie auch mal cool. Es war dann vor allem noch was anderes, was ich sehr geil an dem Spiel fand. Es war halt eine Weile wirklich knapp. Also wir waren nicht vorne, im Gegenteil. Okay, ich sehe gerade, wir hatten mehr Gold, aber das lag wahrscheinlich an meinem Farm. Ich commende ja auch ein bisschen. Zumindest meine Lina. Oh, ich kann sie nicht commenden. Die habe ich scheinbar schon mal commended. Oder sowas. Dann commende ich ihn. Der hat mich genervt. Und den Boom, die beiden. Hm. Naja, auf jeden Fall kam es mir so vor, als wären wir eine Weile hinten gewesen. Und in dieser Phase, so bei 25 Minuten ungefähr, waren wir auch hinten. Wir hatten zwar ein bisschen mehr Gold, aber sie hatten deutlich mehr XP. Und sie wirkten für mich auch einfach stärker. Es könnte auch ihrem Lineup geschuldet sein, gewesen sein. Aber sie hatten echt, ich dachte, der Jalbo macht mehr gegen den Terrorblade. Ich glaube, die hohe Armor sorgt dafür, dass physische Flakkanone nicht stark genug ist, um die Terrorblade-Illusionen zu vernichten. Da ist wahrscheinlich was anderes besser, was sie stunt. Zum Beispiel einen Shaker oder so. Auch das Paladin Sword war sehr, sehr praktisch für mich. Und irgendwann, sie haben halt irgendwann einfach versucht, gegen mich zu kämpfen. Und ich hatte die BKB und ich war dann auch schon zu stark. Man sieht's auch am Networth, ne? Oh, er sagt Henry. Ich weiß gar nicht, von wo er ist, aber egal. Was ist denn hier so? Ah! Ich hatte ein Mensch-Spiel, aber es war ganz kurz nur. Es war ganz kurz nur, aber in dem Eventspiel haben wir verloren und es war total langweilig. Wir standen immer nur hinten, keiner hat was gemacht, aber der Patsch und ich war mit Patsch zusammen auf einer Lane. Das war er. Ich frage mal, ob er Deutsch ist. Ich schreibe immer kurz. Und er und ich, wir haben richtig gefeiert uns, ne? Der Patsch hat übelst die guten Hooks gemacht. Der hat echt gut gespielt auf Patsch. Ich habe noch nicht erkannt, dass es der gleiche Typ war. Und er hat jetzt hier eben Lina gespielt. Und wieder echt einen guten Job gemacht. Er hat mich auch wieder supportet. Der Patsch hat mich supportet. Ich habe mit Venge gefarmt. Also richtig geiler Typ. Und jetzt haben wir noch mal hier tollerweise den geilen Sieg zusammen errungen. Ich zeig euch, ich wollte noch mal kurz die Stats angucken. Ich war gerade abgelenkt. Also die Gegner haben ein Vermögen von nicht so viel. Wir haben deutlich mehr. Also am Ende hatten der Ember und der Prophet relativ viel Geld. Das liegt daran, Prophet hat sehr viel gefarmt, genau wie ich. Und Ember hat sehr viele Kills bekommen. 14-3, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und ich habe halt, ne, ihr kennt mich, ich bin Henry. Nein, das ist halt Terrorblade. Ich habe viel gefarmt. Ich hatte dementsprechend auch ein recht hohes GPM dafür, dass das Spiel ja relativ früh zu Ende war. Dadurch, dass ich dann doch ein paar Mal gestorben bin und ein bisschen aufpassen musste und auch öfters andere den Wald gefarmt haben, hätte es noch ein Tick mehr sein können. Aber am Ende hat es sich dann eben richtig verbessert noch für mich, weil ich dann angefangen habe, Kills zu bekommen, Kämpfe zu gewinnen und so. Und man sieht auch, ich war vom Farm eigentlich immer relativ weit oben. Und ich habe das Gefühl, mit Terrorblade ist es halt so, du versuchst viel zu farmen. Jaibo ist auch ähnlich. Deshalb sieht man auch, dass der Jaibo leicht unter mir mitgefarmt hat. Und er hat auch viele Kills bekommen, ne? Deshalb, aber egal. Auf jeden Fall, Jaibo farmt auch viel, möchte aber ein bisschen mehr kämpfen. Terrorblade, für mich ist immer so, man farmt halt sehr, sehr viel, versucht ein bisschen zu kämpfen. Habe ich ja auch gemacht. Ich war immer manchmal in den Scharmützeln dabei. Immer manchmal. Und irgendwann kommt so ein Punkt mit Terrorblade, da bist du stark genug. Ich hatte erwartet, dass es vielleicht schon beim Skadi soweit ist, nach dem Manta. Da war noch, naja, die Gegner hatten halt schon viel Court Control. Und als ich dann die BKB hatte, hat man es richtig gemerkt. Ich war einfach der stärkste Held auf dem Feld. Ne? Keine Schnitte für die Gegner. Selbst der fette Gyro hatte nicht mehr Kohle als ich. Und das war auch der Einzige, der noch gegen mich halten konnte. Zusammen mit der Windranger aufgrund ihres Helden, bevor ich BKB hatte. Und Gyro hatte eben Satanic, ne? Also er hatte Satanic, Maelstrom, Agar, BKB, gute, starke Items für dieses Spiel. Phase, 650 GPM, aber irgendwann war es dann einfach, als ich die MKB hatte, war ich dann zu stark für ihn und das hat sich gut angefühlt, das hat sich richtig angefühlt und ich freue mich auch, mit der Lina nochmal gewonnen zu haben. Schade, dass sie nicht deutsch ist, die hätte ich vielleicht geedit, weil der war auch cool in dem Spiel, wo eben auch viel schief ging dann, hat nicht geraged und gar nichts. Ja, ich verabschiede mich, wir sehen uns wieder, wie gesagt, Montag ist ja der Livestream, 18 Uhr und wenn ihr darauf überhaupt keinen Bock habt, mir dazu zu sehen und mir interessante Fragen zu stellen über Gott und die Welt, dann sehen wir uns eventuell am Wochenende wieder oder zu diversen anderen Formaten. Vielleicht schaffe ich es auch mal ein Bonus-Gameplay, nicht ein Bonus-Dota-Gameplay, sondern ein Bonus-Video rauszuhauen von irgendwas. Aber ich denke eher nicht, weil ich, wie gesagt, Klausuren habe. Ja, aber mal gucken. Nach den Klausuren geht es dann wieder ab und wir haben ja noch einiges vor uns. Also, ich habe schon wieder viel zu lange gequatscht. Ich bin so ein Quatscher. Bis dann. Haut rein.